Ja, bis. Hallo liebe Leser, ich bin's, der Jan Lock, und gerade versuche ich ein paar Köderfische zu fangen. Und wie es meistens so ist, kriegt man gerade dann nicht das, was man will. Irgendwie fange ich nämlich gerade nur diese Größe. Ich brauche eigentlich kleinere für mein Vorhaben. Aber da werden wir gleich zu Trick 17 greifen. Ich möchte gleich mit dem toten Köderfisch aktiv angeln. Also sozusagen mit dem toten Köderfisch Spinnenfischen. Und dafür benutze ich gerade bei solchen Bedingungen, wie wir sie jetzt vorfinden, also Sonnenschein und klares Wasser, am liebsten die Pickerrute. Zum einen kann ich die Spitzen der jeweiligen Fischgröße anpassen und zum anderen sind sie natürlich super Bissanzeiger, auch gerade wenn ich aktiv mit dem toten Köderfisch angel. Das System, was ich hierfür verwende, ist ziemlich simpel. Das besteht eigentlich nur aus einem Vorfach mit einem Drilling, einem Wirbel und ein paar Bleischroten. Ans Ende der Hauptschnur knote ich einen kleinen Wirbel und lasse das überstehende Ende ein paar Zentimeter abstehen. An diesen Seitenarm klemme ich jetzt Blei. Wie viel wird sich nachher zeigen, wie viel nötig ist. Ich fange jetzt erstmal mit zwei kleinen Kügelchen an. Und dieser Knoten am Ende ist jetzt natürlich dafür da, dass, wenn ich werfe oder sich aus irgendeinem anderen Grund das Blei verschiebt, nicht sofort hier von dem Arm löst, sondern da bleibt. Ups, noch das zweite dazu. Zock. So sieht's aus. Dann kommt das eigentliche Anführungszeichen System. Besteht aus einem 70 cm langen Vorfach nach Wahl, an das ich am Ende einen kleinen Drilling angeknotet habe. Der Drilling hat die Hakengröße 10 und vor diesem Drilling habe ich einen kleinen Schnipsel aus einem Joghurtbecher aufgezogen mit der Ködernadel und der soll jetzt Folgendes bewirken. Uha, Konservierungsstoffe. Es funktioniert jetzt folgendermaßen. Ich ziehe den Fisch auf die Ködernadel, steche ungefähr hinter der Rückenflosse die Nadel ein, führe sie zum Maul, wieder raus. Dann kommt der Fisch auf das Vorfach. So, fertig ist das super System. Man sieht jetzt ganz gut,
Der Plastikschnipsel ist eigentlich nur dafür da, dass der Haken sich nicht in den Fisch zieht. Der Fisch erhält eigentlich immer eine leichte Biegung. Dadurch geht er dann durchs Wasser wie ein Blinker, manchmal trudelt er um die eigene Achse, hat jedenfalls ein sehr schönes Eigenleben. Das Blei hat zwei Funktionen. Zum einen dient es mir jetzt gleich als Wurfgewicht, ist dafür zuständig, dass der Köder zum Grund kommt, beziehungsweise dass ich ihn auch in Grundnähe führen kann. Und dann, dadurch, dass es hier am Seitenarm festgeklemmt ist, hat es auch eine exzentrische Wirkung und verhindert Schnurdrall. Ja, heute Abend konnte ich keinen Fisch fangen. Ich habe ein paar Bisse gehabt. Ich werde es morgen früh noch mal probieren. Die konservierten Fische werden ja nicht schlecht. Jetzt bin ich hier an der klassischen Forellenstelle. Es geht vom strömenden Wasser, also etwas schneller strömenden Wasser hinten bei der Brücke, hier ins ruhigere über. Und ich werde jetzt so Schrägstrom aufschmeißen, den Fisch rumtreiben lassen und dann ranziehen. Eigentlich, wenn man ganz klassisch mit der Spinnrute angeln würde. Warum beißen die immer noch? Das ist mein hinterher gerade. Eine schöne. Eine der besseren Sorte.
Mit den Forellen hat das ja jetzt ganz gut geklappt. Und jetzt will ich mal schauen, was heute die Hechte sagen. Die Ersatzspule von der Rolle hier habe ich mit einer 10er geflochtenen bespult. Zack, gewechselt. Und durch die Ringe ziehen. Die Montage für Hecht ist eigentlich genau die gleiche wie für Forellen, außer dass ich jetzt eine geflochtene Schnur und natürlich Stahlvorfächer benutze. Zum Vergleich habe ich mal zwei verschiedene Stahlsorten mitgebracht. Hier zum einen ein Nylon-ummanteltes, günstiges Stahlgeflecht, 5 Kilo tragend. Und hier ein dünnes 1x19 Qualitätsmaterial. Wenn ich das Ganze mal kippe, kann man ganz gut sehen, wo der Unterschied liegt. Also hier dieses ist wesentlich geschmeidiger. Als Köderfisch kommt jetzt ein bisschen größeres Modell zum Einsatz. Wenn die Fische was größer sind, steche ich die Nadel auch schon manchmal zweimal durch den Rücken. So sieht es dann aus. So, eine Forelle habe ich heute gefangen zum Essen, das reicht. Ich habe keine Regenjacke mit und bin weg. Tschüss.